Ja, hallo Leute, hier ist wieder Dara und ja, herzlich willkommen zu Teil 129 meiner Let's Play Minecraft-Serie. Und ja, wie ihr seht, wir sind wieder hier, wo wir das letzte Mal angefangen haben, hier diese Konstruktion anzufangen. Und ja, wir werden das Ganze jetzt hier fortsetzen. So, wir werden jetzt hier einen Glasboden einziehen. So. Und dann hier nochmal. So. Und das Ganze dann nochmal hier drüben. So. Sehr schön. Und hier auch nochmal. So. Und dann werden wir uns hier einmal durchgraben. So. Das kommt alles weg. So. Dann hier noch einmal. So. Sehr schön. Ich mache uns hier vielleicht mal noch ein paar Fackeln hin, dass wir hier auch ein bisschen was sehen können. Und jetzt muss ich kurz schauen, wie weit wir uns hier reingraben. So, ich will hier ja, wie soll ich sagen? Keinen Durchgang schaffen, sondern ja, so ein, wie soll ich sagen, so eine Art Fenster. Und dafür müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir hier nicht durchbrechen. So. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier erzählt habe, für was das Ganze gut sein soll. Ist schon eine Weile her, dass ich den letzten Teil jetzt aufgenommen habe. Das, ja gut, das können wir eh wegmachen. Da oben, das können wir auch wegmachen. Da kommt nachher überall Cleanstone hin. So. Dann machen wir noch ein Stück weiter. So. Das hier kann auch weg. Da muss auch Cleanstone hin. So. Okay, da sind wir schon am Ende angelangt. Sehr schön. Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Sind wir hier in der Mitte? Ja, sind wir. Hier machen wir jetzt so einen kleinen Durchgang. Creeper irgendwo? Nein. So. Das wird der gesamte Durchgang sein. Größer wird er nicht. Und dann machen wir trotzdem noch das hier weg. Denn, ja, das muss hier alles sauber aussehen. Also werden wir hier Cleanstone hinmachen. So, und zwar einmal so. Und ups, das war jetzt falsch. So. Und dann kommen hier Fenster hin. So. Und dann kommt das hier noch weg und das hier. Ja, komm, machen wir das hier auch noch weg. Machen wir das ganz weg, so. Und dann auf der Seite auch. So. Mach das hier vorübergehend noch einmal zu.
So, einmal hier noch und einmal hier noch. So, da wird nachher unsere ja, Glaskonstruktion von da hinten ankommen. Das ist der Sinn des Ganzen hier. So. Und dann kommt hier noch das hier weg. So. Das hier auch noch. Okay. Und ja. Dann bessern wir das Ganze mal hier mit Cleanstone aus. Moment, das muss auch noch weg. So. Okay. So. Und das auch. So. Dann haben wir hier noch ein paar. Die machen wir auch noch zu. Wunderbar. Und jetzt muss ich hier wohl doch noch das Zeug wegmachen. So. Genau. Wie gesagt, dann werden wir nachher unsere Glasbrücke hier anschließen lassen, dass wir dann hier durch können. So, und jetzt wurde ich noch darauf hingewiesen, dass ich in der Glaskonstruktion scheinbar einen Fehler drin habe. Und ich würde sagen, wir schauen uns das am besten einfach mal an. Oh, ein Ei, das nehmen wir mit. Sehr schön. So. Und ja, wir müssen auch hier noch weitermachen. Und ach, die Brücke muss auch noch fertig gemacht werden. Der Leuchtturm muss noch fertig gemacht werden. Oh, wir haben so viel zu tun, Leute. Das ist echt übel. Das hier soll auch noch fertig werden, dass hier das Wasser bis hier drüben läuft. Ach, wir haben so viel zu tun und so wenig Zeit. Oh je. So. Ah, ich sehe schon, das ist nicht gut. Wie bin ich denn nur auf so eine Idee gekommen? Oh je. Ja, alles halb so wild. Wir werden das gleich reparieren. So. Und dass die... Na, komm, lauf da durch. Also. So. Mal schauen, bauen wir uns erst einmal da nach oben. Was mache ich denn? Das... Ach, das wollte ich hier haben. So. Dann bauen wir uns mal hoch. So. Mann, was hab ich mir dabei schon wieder gedacht? Ah. Unnötig Zeit verschwendet für nix. So. Das kommt also weg. Und das kommt. Oh, jetzt ist einer runter. Egal. Ja, mehr als genug Cobblestone. So. Und hier. Moment, nicht, dass das. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das passt wenigstens noch. Warum habe ich hier eigentlich... Machen wir das weg. So. Alles schön gleichmäßig. Was ist hier? War das so beabsichtigt? Ja. Egal. Ach, egal. Egal, egal, egal. Dann machen wir hier das vorne noch zu. Na komm. So. Das hier kommt noch zu, so. Ah, das sieht doch da schon mal gar nicht so schlecht aus von hier aus. Das, doch, das gefällt mir.
Und wir werden circa hier ankommen, wo mein Kreuz gerade ist. Geht's also noch ein kleines Stück nach oben und dann nach links. Okay. So, dann bauen wir uns hier mal wieder runter. Und das kommt auch noch weg. So. Auf das eine Teil können wir jetzt verzichten. Hatte ich jetzt da oben? Ja, da oben hatte ich Glas hingemacht. Okay. So. Dann gehen wir hier mal wieder runter. Und ja, ich wollte noch eine Kleinigkeit hier erledigen, die mich schon die ganze Zeit so ein bisschen stört. Und zwar, hätte ich eigentlich auch oben rausgehen können, fällt mir jetzt gerade auf. So. Ach komm, machen wir das hier einfach so. Ui. So. Also das hier ist was, was mich die ganze Zeit schon stört. Dieser, ja, wie soll ich sagen, Sandhaufen hier. Der passt hier meiner Meinung nach noch nicht so ganz ins Bild. Den machen wir da lieber mal weg. So. Ja, wir flicken heute einfach so ein paar kleinere Geschichten, die noch auf sind. Und ja, eines der nächsten Projekte, die wir demnächst auf jeden Fall zusammen angehen werden, ist, dass diese Glasbrücke endlich fertig wird. Und nachdem wir die Glasbrücke fertig haben, werden wir wahrscheinlich, bin ich mir noch nicht ganz sicher, entweder diesen Turm hier fertig machen oder hinten das Haus. Das werden wir dann noch sehen. Eins von beiden wird auf jeden Fall demnächst dran sein. Und ja, wir werden auch endlich mal zu unserer Geschichte kommen mit unserer Holzbrücke hier unten. Das muss auch echt dringend mal fertig gemacht werden. So, machen wir hier noch ein bisschen weg. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Nee, da komme ich von unten wahrscheinlich besser dran. Ich will das. Wir machen es noch eins tiefer. So, und es wird dunkel. Ja, ich mache das hier noch schnell. Ach so, halt, wir haben Monster an. Schlechte Idee. Wir müssen mal schnell, na komm, runter da, schnell schlafen gehen. So, sehr schön. Das hier werde ich da aber noch mal anders hinsetzen. Das passt mir da an der Stelle überhaupt nicht, denn hier wäre es besser aufgehoben. So, draußen könnten nämlich theoretisch Monster spawnen und alles. Zwei Felder um den Po. Hier. Alles zwei Felder um den. Um das Bett. Sollte monsterfrei sein. Ansonsten kann direkt neben uns ein Zombie spawnen. Das wäre sehr, sehr. Ja, ungünstig, sagen wir mal. Vor allem, da ich gerade nicht wirklich ein Schwert in meiner Schnellauswahl habe. So, da fällt mir ein. Wir sollten uns vielleicht mal ganz kurz nach Creepern umschauen. Denn die Spawnerei ist ja losgegangen. Nicht, dass uns gleich ein
Creeper überrascht, wie der da unten, der auch auf uns zukommt. Ich würde sagen, den holen wir uns auch mal einfach schnell. Nein, nicht explodieren. So. Noch irgendwo einer. Was haben wir denn hier? Ach, da waren wir schon mal drin. Okay. Dann waren wir da eben schon mal drin. So, und hier. Okay, ich glaube, da waren wir auch schon mal drin. So. Dann wäre das soweit erledigt. Und wir marschieren schnell mal hier runter. Oh, hier liegt noch eine Menge Sand. Den nehmen wir gleich mal mit. So, und dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier die Erde. Und dann geht's hier erst einmal nach oben. So. Das kommt alles weg. So, okay. Das ist schon mal nach unten. So, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich mache hier zur Sicherheit mal eine Fackel hin, dass wir nicht von Sand überrascht werden. Aber ich glaube, da war kein Sand direkt drüber. So. Dann kommt die Fackel wieder weg. So, und es geht weiter nach oben. Und zur Sicherheit wieder die Fackel. Na. Ah, okay, da sind wir auch schon oben. Sehr schön. Dann würde ich sagen, flicken wir diese Geschichte hier mal. Das soll ja auch nach was aussehen. So, das kommt weg. Jetzt schauen wir mal, ist hier sonst noch was? Nein. Das nehme ich noch mit. So. Und dann machen wir hier weiter schön zu. So. Und das hier so. Schön wieder alles mit Cleanstone auffüllen. Na komm. So. Perfekt. So, und dann graben wir uns schnell mal wieder runter. Und dann kommt hier noch der Sand weg und wir sind soweit fertig. Sehr schön. Oh nee, jetzt habe ich da oben. Oh. Das muss ich noch schnell machen. Das war da genau. So, das kommt noch weg. So. Und wieder abwärts. Jetzt. Ja, sehr schön. Genau so sollte das. Oh. Was? Hab doch gerade. Irgendwo ist hier ein Skelett. So, schauen wir mal. Wo ist das Skelett? Vielleicht. Das gibt's doch nicht.
Irgendwo hier ist doch ein Skelett. Was haben wir denn da? Oh. Autsch. Ja. So. Das ist auf jeden Fall wieder sicher. So. Dann haben wir noch eine Baustelle, die wir hier dringend flicken müssen, und zwar diese Brücke. Die werden wir als nächstes angehen. Und ich würde sagen, dazu holen wir uns erstmal noch ein bisschen Holz. Moment. Die Zeit ist mal wieder soweit. Wir machen hier einen Cut. Ich werde das vorbereiten, dass wir dann hier genug Holz haben, um das Ding fertig zu machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Ciao.